Aber die haben ja auch gerade erst angefangen, ne? Ich habe die Arbeitszeiten ja gerade erst festgelegt auf die neuen Arbeitszeiten. Nur Geld, Kubi, das war der Sound des Geldes. Ah, dein Klimpern, das ist Musik in meinen Ohren. Moin, Shogun, hi, herzlich willkommen. Welches Anzug, das sieht dann so komisch an. Ach so, okay. Das war wohl der erste Wächter. Wann wohl der erste Wächter, genau, in zwei geteilt wird. Right. 10 Stunden Arbeitstag, genau. Sind ja auch im Gefängnis hier, damit den Leuten nicht langweilig wird. Dein Yard Worktime irgendwie bearbeiten. Ich brauche fast 2 Stunden, um zur Presse zu kommen. Ja, das kann sein, Avis. Oh, was ist denn hier los? Eine WhatsApp. Eine WhatsApp. Das Mäusezähnchen. So. Okay, gleich. Die schleppen hier schon mal gut Material ran. Das finde ich schon mal gut. Eigentlich kann ich mir noch einen Tisch leisten. Den stelle ich daneben. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Oder haben die ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Ey. Da noch hin. So. Sehr gut. So, ich hoffe, gleich wird hier mal ordentlich gearbeitet. Ich schlafe noch. Was ist hier los? So. Wir fangen direkt morgens an zu arbeiten. Das passt schon. 16 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen, ganz genau. What's up? Die Zelle links unten ist ja so groß wie deine Duschen. Ja, das ist die Spezialzelle für die Speziallieben. Stimmt, die ist genauso groß wie die Dusche, ja. Ist okay. Das ist er. Er hat gute Führung bewiesen, hat nur 10 Jahre. Und hat auch nur, hat diese 10 Jahre wegen Torture gekriegt. Er hat sich die Zelle verdient mit Fernseher und eigener Telefonzelle. Massacres, lass mal mitmachen, was möglich, was unbedingt bei den Zellen ist vielleicht. Ja, man kann da eine Menge machen, aber wir machen gleich mal Feierabend. Gleich. Ich will noch einmal gucken, wie es aussieht. So, ist Worktime gleich. Tortur, the fuck. Vor allem, er sieht auch so schlimm aus, so blass. Fieser Kerl ist das. Er hat Zehennägel ausgerissen, genau. Er hat gefoltert. Er hat die Leute gefoltert. So, eine Wache ist hier drin, das passt. So, es wird gearbeitet. Also 4 von den 7 sind hier schon mal direkt da. Das ist eigentlich gut. Sechs aufstehen, duschen, dann arbeiten bis 12, dann essen und Pause, dann wieder bis 18 arbeiten, dann wieder essen und 30. Das sieht das deutsche Prinzip aus, ja. Läuft nackt da! Ein Flitzer ist hier! Der zieht sich direkt aus, auf dem Weg in die Dusche, hat ja auch 51 Jahre, ganz ehrlich, da würde ich auch auf das gesellschaftliche Ansehen scheißen, würde ich auch nackt durch die Gegend rennen, ganz ehrlich. 51 Jahre im Gefängnis, hallo? Oh. Was geht jetzt ab hier? Er will kämpfen? Spoiling. Ich glaube, es war nur so ein Stress unter zwei Knastis. Ich glaube, er wollte ihn umbringen. Petite Machine. Pep Herring. Former Lead Guitarist of the Smooth Swedes. Now facing death penalty for the on-stage electrocution of his fellow band members. 35 Jahre. Okay. Agio the Gamer. Wo ist Agio? Agio. Wo ist denn der Gamer? Der Gamer da. Da ist er. Argue the Gamer. Argue the Gamer played so many video games that he actually thought he lived the lives of his fictional characters. Nobody knows who he ended up in jail. But they do know the last game he played had a prisoner as a main character. Shocker. Okay, wahrscheinlich hier Riddick, wa? Escape from Butcher's Bay. 51 Jahre. 6 Jahre Perjury. Ich weiß gar nicht, was das ist. Armed Robbery, bewaffneter Überfall. Okay.
Agio war der Flitzer, ach so. So. Okay, Jungs. Ich denke, ich speichere mal. Kopie 1. Und dann zeige ich euch nochmal ganz zum Schluss, zum großen Abschied, was passiert, wenn man das Gefängnis nicht so gut führt. Das passiert, habe ich das sogar genannt. Da haben nämlich schon die ganzen Knastis das ganze Gefängnis übernommen. Das Rot heißt, die haben es übernommen. Hier sind alles tote Wachen. Die Mucke ist auch richtig. Right on the way. Ich habe kein Geld mehr, kein Einkommen, kein gar nichts. 55 von 35 Prisoners. Die haben alles übernommen. Hier läuft einer mit Messer, nee, mit irgendwas rum. Rioting. Der hat die Schlüssel der Guards hier. Der hat alle rausgelassen. Überall tot. Alles tot. Das passiert. Das passiert. Er läuft mit dem Knüppel alleine in den Duschen rum. Das war, glaube ich, mein erstes Gefängnis. Die haben auch hier, den Warden umgebracht. Die haben die Tür aufgebrochen und haben ihn getötet. Genauso wie die Accountant, den Psychologen, den Foreman, den Chief. Die Arbeiter leben alle noch. Genau, die Küche läuft. Die Küche kocht. Die Küche kocht. Der macht alle Duschen an, die Wasser kosten. Was für ein Terrorist. Okay. Jungs und Mädels. Es hat mir heute besonders viel Spaß gemacht. Auch ich fand es richtig cool, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Aber wir haben noch eine kleine Aktion vor. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er noch streamt oder ob er schon streamt oder wie auch immer. Er hat mich vorhin darum gebeten und ich tue das gerne für Leute, die ich mag, auf jeden Fall. Der hat auch mein ganzes Design gemacht. Das war der IVU-Design und er streamt leider nicht. Schade. Dann machen wir mal einen Raid. Machen wir mal einen Raid bei The Sweet Pete. The Sweet Pete. Sweet Pete ist einfach nur ein unglaublich lustiger Kerl. Auf jeden Fall. Ich schreibe den Link mal hier hin. In den Chat. Schaut mal alle bei ihm rein. Alle bei ihm rein. Und schöne Grüße von Kupi. Kupi Raid, ein ganz kleiner. Wir sind hier nur klein. Schöne Grüße von Kupi. Oder Kupi Raid. Oder Kupi Immunity was here. Oder wie auch immer. Das wäre ganz cool von euch. The Sweet Pete ist auf jeden Fall ein sehr cooler Kerl. Allein wie er schon aussieht. Er sieht schon so badass aus, ist aber einfach unglaublich cool, der Kerl. Alles klar. ACTV Rocks, genau. Also hier der Link nochmal. Copyright incoming. Ausgezeichnet, Frosty. So, ich mach mal Ton an bei ihm. Dann hört ihr das bei mir. Einer Kuckuck, einer links über Pommes. Einer oben, Cap down, noch einer oben. Noch einer oben. Noch einer. Wow, Nate verwurf. Lente. Los, kommt, Jungs, macht alle mit. Eddie durch Smoke. Und auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, weiter zuzugucken, könnt ihr es gerne bei ihm tun. Ne? Er spielt gerade im Moment Counter-Strike. Richtig cooler, super lustiger Kerl, auf jeden Fall. Und, brauchen wir was? Er guckt gerade in den Chat jetzt. Auch ein Bier oder so. Jetzt, er macht die Rassel. Du wohnst sicherlich zu weit weg. Ich liebe den Kerl. Ich liebe den Kerl einfach nur. Ich musste Kopi kurz begrüßen mit seinen Anhängern. Sehr gut. Danke, Leute. Ich mag euch auf jeden Fall. Ui, Len. Ich mach mal random. Hallo. Ich wurde schon wieder gezwungen. Chaos Invader. Der Invader hat... Chaos Invader hat ja schon mal den Namen Invader im Namen. Mensch. Ey, danke, Leute, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Er hat auf einmal von 20 auf 50 Viewer. Finde ich richtig nice von euch. Ist Feierabend, Kopi? Noch einer, Leute. Yo, ist Feierabend bei mir. Gut, Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr schaut noch mein Outro an, mein Intro-Outro und seid spätestens am Mittwoch wieder dabei. Oh, Mittwoch weiß ich noch nicht. Das Mäusetierchen kommt Mittwoch wieder. Weiß ich noch nicht. Bei seinem Spielpartner reinschauen. Genau. Also, nochmal bei Sweet Pete, alle raiden. So, ansonsten schaut bitte mein Intro-Outro
Und wenn euch der Stream gefallen hat und ihr plant, wieder einzuschalten, würde ich mich freuen, wenn ihr meinem Channel folgt. Und ihr könnt auch gerne auf www.kupi.tv, ich mach's mal hier web. Der Chat lädt nicht. Okay, ja, das ist manchmal, ne, in letzter Zeit und so. Aber Zuschauen reicht, das zählt ja als Zahl dann unten. So, Jungs und Mädels, schaut mal ein Outro. Bis zum nächsten Mal. Mittwoch weiß ich noch nicht, ich mache da früh genug eine Ankündigung auf jeden Fall. Vielleicht morgen eine spontane, mal gucken. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Kupi TV, bis zum nächsten Mal. Ich war der Kupi. Wiederschauen, reingehauen.